excelsis Dei. Odierna die per unigenitum tuum eternitatis nobis aditum, de victa morte reserasti, rota nostra quae preveniendo aspiras, etiam adiuvando prosequere. Per iundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Gloria, Holy, ah. Amen. gloria fideles ocelis. Angeli post estes, sudarium et vestes, soles infestus tes nea, receres suos in Galilea. Scimus Christus vos existere, amor tuis te. Sie dürfen sich setzen für die Ankündigungen der Gottesdienstordnung für diese Woche. Heute um 17 Uhr ist Pontifikalvesper mit Sakramentsandacht. Morgen Ostermontag, Fest 1. Klasse und in Deutschland kirchlich gebotener Feiertag. Um 7.20 Uhr levitiert das Hochamt, anschließend Beginn der Ferien der Seminaristen bis zum Guthirtsonntag. Dann eine zweite Messe um 9 Uhr und eine dritte um 11.15 Uhr. Also morgen 7.20 Uhr, 9 Uhr und 11.15 Uhr. Dann während der Woche ist an jedem Tag um 7.15 Uhr in der Früh die Heilige Messe und am Abend um 18.30 Uhr Rosenkranz. Es gibt aber ein paar wenige Ausnahmen. Am Donnerstag ist schon um 7 Uhr ein gesungenes Amt mit Predigt anlässlich der ignatianischen Exerzitien. Und auch am Donnerstag um 21 Uhr Sakramentsandacht anstelle des Rosenkranzes. Und am Samstagabend der Rosenkranz dann später wegen der Ferienordnung um 20 Uhr. Am nächsten Sonntag, der Weiße Sonntag, Ferienordnung, bitte beachten Sie, dass nur eine Messe an diesem Sonntag ist und zwar um 9 Uhr. Also am nächsten Sonntag, Weißer Sonntag, um 9 Uhr ein Heiliges Amt und um 20 Uhr Sakramentsandacht mit Rosenkranz. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In Christo dem Herrn, Geliebte, von Herzen möchte ich euch ein gnadenreiches Osterfest, das Fest der Auferstehung unseres Herrn, anwünschen. Ich möchte vor allem euch den Frieden des Herrn wünschen. Der Friede des Herrn ist ja eigentlich der Gruß. Der Friedensgruß ist der Ostergruß unseres Herrn. So hat er seine Jünger angesprochen mit dem Frieden. Der Friede sei mit euch. Und wir dürfen diesen Frieden in jeder heiligen Messe empfangen, vor allem dann, wenn der Priester die Worte spricht, Pax Domini sit semper vobiscum. Eigentlich wird da uns immer wieder der österliche Friede geschenkt, in jeder heiligen Messe, der österliche Frieden. Und der Bischof, wenn er die Messe hält, er wünscht diesen Frieden ja zu Beginn der Feier, weil er eben ein Nachfolger der Apostel ist. Und deshalb beginnt er eigentlich mit diesem Frieden in der feierlichen heiligen Messe. Also diesen Frieden wünsche ich euch von Herzen. Ich möchte nun einige Worte sagen zum 1. Korintherbrief, zur Stelle, die wir eben gehört haben in der Lesung, 1. Korintherbrief 5, 7 bis 8. In diesem Abschnitt, den wir gehört haben, es ist ja eine sehr kurze Lesung, sind zwei Begriffe von großer Bedeutung für uns, nämlich der Begriff Pascha, also das Osterlamm, das Lamm, dann der Begriff Sauerteig. Das sind die zwei wichtigen Begriffe in diesem Abschnitt. Meine Lieben, das jüdische Osterfest, das Pascha, ist die Gedenkfeier des Auszuges Israels aus Ägypten. Israel zieht in die Freiheit, vom Sklavendienst in die Unabhängigkeit oder in die unmittelbare Abhängigkeit von Gott. Jährlich wird dieser Tag mit dem Verspeisen des Osterlammes begangen. Und warum? Weil das jüdische Volk bei der letzten ägyptischen Plage, dem Sterben aller Erstgeborenen, sowohl des Menschen als auch des Viehs, der Tiere, durch das Blut eines Lammes verschont blieb. Dies erfahren wir im zweiten Buch des Alten Testamentes, im Buch Exodus. Wir haben diesen Abschnitt gehört, auch in der Osternacht. Und so wurde das Lamm zum Zeichen, zum Symbol des Schutzes Gottes und des Lebens, das wir von Gott empfangen. Das jüdische Osterfest ist andererseits das Fest der ungesäuerten Brote. Deshalb die Rede vom Sauerteig in der Lesung. Die Ostertage, Ostern und die Woche nach dem Osterfest heben sich von den übrigen Tagen durch das Essen von Brot, von Broten ohne Treibmittel, ohne Gärstoff ab. Auch dies geht aus der Darstellung des eben zitierten Buches Exodus hervor. Es ist eine Erinnerung an den hastigen Aufbruch des Volkes Israel, um Ägypten in Eile zu verlassen. Da blieb eben keine Zeit für die entsprechende Behandlung des Brotteigs. Nun gehen wir zum heiligen Paulus. Der heilige Paulus verbindet nun in der heutigen Lesung beide Motive miteinander. Das Motiv des Pascha und das Motiv des Sauerteiges. Dabei gibt er beiden Motiven eine neue Bedeutung. Das müssen wir uns merken, diese neue Bedeutung, die der heilige Paulus gibt. Dem Brot und dem Lamm gibt er eine neue Bedeutung. Das ungesäuerte Brot bekommt die Bedeutung der österlichen Freude, die Bedeutung vor allem des neuen Lebens in Christus. Es ist das Brot der Freiheit von der Sünde. Christus hat auch uns befreit, aber nicht aus einem Land, aus einer Herrschaft, sondern von der Sünde hat er uns befreit. Und das ist die Bedeutung dieses Brotes. Wir sind von der Sünde befreit. Es ist das Brot der Freiheit von der Sünde, es ist das Brot der Wahrheit und des Guten. Deshalb auch das Brot, das uns hinweist auf die Gebote Gottes, die wir nun in einer ganz neuen Art und Weise befolgen können, als Begnadete, als in und durch die Taufe Begnadete. Das gesäuerte Brot hingegen, das müssen wir uns auch merken, das ist eine eigenartige Interpretation des heiligen Paulus. Das gesäuerte Brot ist das Brot der Verderbnis und der Schlechtigkeit. Auf diesem Hintergrund werden wir die Worte im ersten Brief an die Korinther verstehen. Gleichzeitig aber erhält dieses Brot bzw. der Teig, aus dem dieses Brot gebacken wird, eine Deutung auf Christus selbst. Sie selber müssen, also die Christen selber müssen wie gutes Brot sein. Es ist nicht mehr das Brot der Gegenstand eigentlich, sondern der Christ selber. Der Christ muss wie gutes Brot sein. Und nicht nur wie gutes Brot sein, sondern ganz besonders wie gutes Brot leben. Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr neuer Teig seid, sagt der heilige Paulus. 1 Korinther 5,7. Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr neuer Teig seid. Das heißt, schafft alles Böse weg. Ändert eure Lebensweise gegenüber den Heiden damals. Ändert eure Lebensweise. Passt euch nicht den Unsitten eurer Umwelt an. Wahrscheinlich wurde dieses Wort des heiligen Paulus auf der deutschen Synode nicht sonderlich berücksichtigt. Wie übrigens das ganze Wort Gottes eigentlich kaum eine entscheidende Rolle spielte, obwohl das die Grundlage ist unseres christlichen Lebens wäre, die Grundlage für die Kirche, für das, was die Kirche ist und wie wir die Kirche auffassen. In 1 Korinther 5,11, einige Zeilen später, nicht mehr enthalten in der heutigen Lesung, ihr könnt selber das nachlesen, wird der Völkerapostel dann sehr konkret. Das dürfen wir nicht unterschlagen, was er da sagt. Gleich anschließend, habt nichts zu schaffen mit einem, der sich Bruder nennt und dennoch Unzucht treibt, habgierig ist, Götzen verehrt, lästert, ein Trinker ist oder raubt. Da wird der Paulus sehr konkret. Und dabei begründet der heilige Paulus die Lebensweise der Christen mit der Beziehung zum Herrn und kommt auf das erste Ostermotiv zu sprechen, auf das Lamm. Ihr seid ja schon ungesäuertes Brot, denn, dieses Denn ist wichtig, denn als unser Paschalamm ist Christus geopfert worden. 1 Korinther 5,7. Durch das Opfer des Lammes, durch das Leiden und die Auferstehung unseres Herrn sind wir rein und heilig, aus der Sklaverei der Sünde befreit und nicht mehr dem ewigen Tod ausgeliefert. Durch das Opfer Christi, durch das Blut des Lammes, das Christus darstellt, ist Ostern für den Christen ein Neubeginn. Ein Neubeginn des Guten und deshalb auch die Osterbeichte. Die Osterbeichte macht uns eben auf diesen Neubeginn aufmerksam. Mit der Osterbeichte setzen wir eigentlich diesen Neubeginn des Guten, des Hinschauens von Neuem auf Gottes Gebote und nicht nur hinschauen, sondern sie dann auch ins Herz aufnehmen und nach ihnen leben. Durch den gestorbenen und auferstandenen Herrn ist der Christ damit eben ungesäuertes Brot. Er ist eine Neuschöpfung. Er ist geheiligt durch die heilige Taufe. Er steht damit auch in der Wahrheit Denn Jesus selber, Christus selber, ist ja die Wahrheit. Der ist getauft im Hinblick auf Christus, durch Christus sogar, denn es ist Christus, der uns eigentlich tauft. Also er steht in der Wahrheit. Er ist von der Verderbnis der Sünde befreit. Und deshalb darf sein Leben nicht im Widerspruch stehen zum Herrn. Passt euch nicht den Unsitten unserer Umwelt an. Dies muss unsere christliche Grundhaltung sein. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. c'era 3 minuti qui. seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et con spirito tuo. Sosum cordavam. Avemus ad Dominum. Gratias agam Domino Deo nostrum. Veret ignum et iustum est tecum et salutare, te quidem Domini omnitem povem, sed in hoc potissimum die gloriosius predicare, cum pascha nostrum immolatus est Christus, ipse enim verus est agnus, qui absolit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit, et ideo cum angelis et arcangelis, cum tonis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentus. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Sanctus. seculorum. Amen. Oremus. Receti salutaribus monifi, et divina institutione formati, audemus dicum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Semper nos amaro. Seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Santa Maria, Santa Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Anima Christe, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus Sanctis et tibi Pater, quia peccavenimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo prego beata Mariam semper Virgine, beatum Michelam Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctus apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Isaiah turres temnito perens Deus et inixis peccatis restus perucatus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum tribuatur bis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine nostrum, Deus, ad infasso peccatum, se tanto di carca sanabit anima. Domine nostrum, Deus, ad infasso peccatum, se tanto di carca sanabit anima. Domine nostrum, Deus, ad infasso peccatum, se tanto di carca sanabit anima. vobiscum. Et un spirito tuo. Oremus. Spiritum nobis Domini tue caritatis infunde, ut tuo sacramentis pascalibus satiasti, tua facias pietate concordes, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate iusdem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et tu spirito tuo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.